Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir sind nochmal hier mit dem guten Ash unterwegs, denn ihr habt es beim letzten Mal mitbekommen, ja, wir haben keine der Dailies fertig bekommen. Hallo? Wollen Sie mitarbeiten, David? Wollte schon sagen, muss man hier irgendwo in Deckung gehen. Mach mal eben das Totem weg. So, der andere wird gejagt. Hat aber einen guten Schock direkt am Anfang rausgeballert, muss ich sagen. Hat er, glaube ich, alle Leute sogar mit erwischt, ne? Erstmal schön direkt eine Stufe höher. So, okay. Hinten wird gejagt. Dann machen wir hier erstmal den Generator. Da liegt die erste Person. Schon da war ein Totem-Perk dabei. Ist es Ruin gewesen oder? Da kommt der Doktor. Bin mir nicht sicher, ob er hergeschaut hat. Sieht nicht so aus. Okay, er geht rüber. Dann gehen wir helfen schnell. Also, ja, wir sollen entkommen. Einmal sollen wir mit Ash entkommen und einmal sollen wir mit einem neuen Item entkommen. Das wäre ziemlich geil, wenn wir zumindest eins von beiden jetzt hier in der Runde hinbekommen. Obwohl, wenn wir das mit dem Item hinbekommen, dann haben wir ja automatisch auch das mit Ash hinbekommen. Ja? Also. Mal gucken. Ah, der hat auch den neuen Anhänger. Man hat einen neuen Anhänger bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt. Einfach nur fürs Einloggen diesmal. Das war ja sonst auch irgendwie an das Event gekoppelt, die Belohnungen. Aber nee, diesmal gab es scheinbar einfach so, wenn man sich eingeloggt hat, die Cosmetics. Und wenn man sich zwischen 28. glaube ich und weiß gar nicht, ich glaube auch wieder ein Zeitfenster von einer Woche, dann bekommt man irgendwie was für Dwight, für den Billy eine Waffe und noch irgendwas. Ich weiß es aber gerade nicht auswendig. Aber einloggen lohnt sich auf jeden Fall, Leute. Ich krieg immer mit, dass dieser Warnungssound kommt, aber dann ziehe ich keine Schlüsse draus. Ist halt irgendwie ein bisschen dämlich. So, ich renne einmal hier hinten rum. Wollen wir mal gucken, ob er hinter uns herkommt. Jo. Dann renne ich zumindest von dem Gen hier weg. Wollte er mich schocken oder jemand anderen? Dunkle Wahrnehmung. Nö. Dreh noch eine Runde. Ah, der war jetzt gut von ihm. Oh, gezogen, verdammt. Oh, er kommt aber auch in die Richtung. So, Doktor, was machen wir denn jetzt hier? Ich bin auf Stufe 3 übrigens, meine Damen und Herren. Das ist nicht so geil. Okay. Da hat er nicht aufgepasst. Wir können weiter rennen. Hier ist noch eine Palette. So, wir haben geschrien. Er sollte zumindest wissen, wo wir lang sind. Hinten ist er. Weggegangen von uns, ja, ne? Glaube schon. Versteck mich mal hier, ja, er schockt jemand anderen, dass wir uns beruhigen können. Ja, dass die Skillchecks andersrum sind. Wartet. Okay, ist das erste Mal, dass ich das habe, aber so wild finde ich es gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Nur, das gibt's doch nicht. Zweimal da oben verkackt. So wild finde ich es gar nicht, verkackt zwei Skillchecks. Ach ja, man geht jetzt auf Stufe 1 zurück direkt. Ich frage mich halt, wie das ist. Also ich glaube, schwieriger wäre es, wenn die mal links rum und mal rechts rum gehen würden. Also wenn es so eine gewisse Chance geben würde, wie rum sie sind. Auf Stufe 3 sind sie jetzt scheinbar immer links rum, oder? Hat da irgendjemand schon häufiger gegen den Doktor gespielt und weiß das? Sorry, ich bin neu in DBD, Leute. Ich kenne mich nicht aus. Die Idee an sich ist lustig, vor allem wenn die auch noch irgendwo anders aufploppen als dort, wo man sie halt in der Mitte erwarten würde. Und dann auch noch andersrum, das kann schon für Verwirrung sorgen. Aber ich glaube, auch da gewöhnt man sich dann mit der Zeit dran, wenn man erstmal ein paar Mal gegen den Doktor gespielt hat. Ne? Wird der Doktor denn häufig gespielt aktuell? Oder habt ihr da keine Steigerung bemerkt? Das ist gerade mal ein Tag, ne? Aber kann ja sein, dass viele Leute sich so sagen, oh ja, ich probiere jetzt mal den Doktor aus. Die jetzt. Ah, nice. Hier, der dritte Generator. Und wir sind gleich mit dem vierten schon durch.
Ist das hier etwa ein sogenannter Gen Rush? Boah, Alter, das ist aber eine krasse Reichweite. So, ich würde den da sonst natürlich auch gerne nochmal hochheilen. Er scheint übrigens Barbecue dabei zu haben. Denn ich habe gerade nochmal einen Token verloren. So, der rennt jetzt hin. Okay, denn wenn der rettet, ist ja alles easy. Aber ich sollte vielleicht nicht in seine Richtung rennen, oder? Ich suche noch... Ich würde gerne noch ein weiteres Item finden. Ah, da kommt der Doktor übrigens. Hier, gib mir mal einen Schlag, nicht? Okay. Tunnelpunkt-Echse wurde gestartet scheinbar. Ah nee, doch, er kommt zu mir. Ah, ich bin ihm voll rein. Okay, aber die anderen arbeiten am Generator. Und wir haben Adrenalin. So, ist er schneller als normal? Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich natürlich noch kein Item. Aber das ist nicht so wild. Das kann ich auch mit anderen Chars fertig machen. Wenn wir jetzt hier mit Ash rauskommen sollten, das wäre schon ziemlich nice. Ja, moin. Alter, die Gens gingen ja so schnell. Habe ich überhaupt irgendwas gemacht in dieser Runde? Keine Ahnung. Kommen die her? Ich mach mal nur auf 99 erstmal. Sieht nicht so aus, als ob wir... Ah, ich hab keine Ahnung, wo die sind. Soll ich nochmal nach einem Item schauen? Hat ja keinen Nöt dabei. Mal gucken, ist der Keller hier? Nee. Okay, da hat sich doch nochmal jemand auf den Boden der Tatsachen begeben. Ich habe noch einmal das Verzerren Gedönse. Da macht jemand einen Totem weg. Da hinten ist er. Ah, hier ist die Luke, Leute. Nice. Wo schockt der denn hin? Ich gehe noch einmal kurz in den Keller. Okay, vielleicht bekommen wir sogar noch ein Item. Ha! Zwei Fliegen mit einer Klappe, Leute. Das wäre doch nochmal was. Und der da wird nicht mehr gerettet, glaube ich. Der wird jetzt schön bekämpft. Ist die Frage, ob wir durch die Luke rausgehen können oder nicht. Nee, dem können wir nicht mehr helfen. Soll ich an der Luke warten? Die anderen haben ja die Ausgänge auch noch nicht aufgemacht. Da hat nochmal jemand einen Hit genommen. Okay, vielleicht rennen sie jetzt alle raus. Bis ich da bin, ich kann leider keinen Hit mehr tanken. Wäre natürlich geil gewesen, ne? Und er geht auf die Obsession. Folgt der Person, die schon eben wieder hing. Geliehene Zeit. Nice. Wieso rennst du hier lang? Wo will der denn ganz hin? Scheiße. Vielleicht hat er ja noch einen Strike. Kacke. Wenn er noch einen Strike hat, ich versuche dann nochmal hier rum. Nee, shit, hat er scheinbar nicht. Der ist tot, oder? Der hing eben schon sehr lang, der ist jetzt tot. Ja, das ist doch... Das ist doch ärgerlich. Nun gut, okay, der andere ist raus. Wenn jetzt Blutwächter reingeballert hat, dann Prost Mahlzeit. Aber nö. Alles easy. Gut, komm, wir gehen raus. Sicher ist sicher. Bevor jetzt irgendwie noch was Blödes passiert oder so. Das war sogar... Das ging echt schnell. Gut, die Folge, wir sind jetzt bei 9 Minuten. Ich habe ehrlich gesagt irgendwie mit weniger gerechnet. Aber hey, nice. 2 Dailies fertig. Ich sammle die mal nicht ein, weil wir haben nur noch 13.000 Punkte hier übrig, die wir jetzt noch Puffer haben. Ja, das heißt, ich baller gleich noch mal ein paar Blutpunkte weg, würde ich sagen, ne? Weil heute Abend wird ja wieder noch mal gestreamt. Ah, solide Runde, aber irgendwie jetzt auch nicht so wirklich geil, ne? Also die war mir schon fast auch irgendwie ein bisschen zu kurz, hätte ich jetzt gedacht. 2x Gold, 2x schillernd. Da haben wir wieder unseren Pip bekommen und die gute alte Medikit rausgeholt. Ansonsten, oh ja, ist DBD dann mal
eben abgeschmiert. Gut, Leute, das ist das Zeichen für mich zu verschwinden. Schön, dass ihr am Start gewesen seid. Ja, wenn es euch gefallen hat, ich freue mich wie immer über Kommentare. Ich freue mich wie immer, wenn ihr ein Like da lasst. Ich hoffe mal, dass unsere Dailies jetzt noch da sind. Danke an Tossi und die Kanalmitglieder für die Unterstützung und danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao.